Ja, und damit willkommen zu meiner virtuellen Roomtour hier von meinem Anwesen. Das ist mein Office. Habe ich super eindekoriert. Schön viel Platz. Nein, das ist Elevator Warp. Das ist einer dieser Rätsel-Escape-Spiele, wo man quasi immer den aktuellen Floor, also beziehungsweise die auf der Ebene, wo man gerade ist, prüfen muss, ob da alles okay ist. Und wenn ja, dann kann man ein, zwei nach oben. Ansonsten muss man zurückgehen und dann ist es quasi das Ziel, ja, die sechste Ebene, bzw. die siebte Ebene zu erreichen, damit das Spiel dann vorbei ist. Und in diesem Fall hier ist es von einem Solo-Entwickler, und zwar A Little More Games. Der hat auch Geodevs gemacht. Ist auch recht gut angekommen auf Steam. Und das ist sein neuestes Projekt und ich fand das ganz interessant. Ich dachte, das Spiel ist auch mal. Und nein, es hat vielleicht nichts damit zu tun, dass hier auch ein Zug vorkommt. Vielleicht sehen wir den, vielleicht auch nicht. Das ist komplett zufällig. Also das Prinzip ist jetzt hier, wir gehen hier in diesen Lift rein. Und dann haben wir hier die Taste nach oben und halt diese Warning-Taste. Wir müssen prüfen, ob wir als wirklich im ersten Stock sind, anhand von Hinweisen oder nicht. So, das ist quasi jetzt hier der Tutorial-Raum und das Deutsch ist ein bisschen schräg. Eine Etage ist falsch, wenn ihr numerischer Hinweis nicht stimmt. Nummer, Ausrufezeichen. Ja. Okay, das ist Etage 1. Finden Sie jeden, in jedem Stock Hinweis. Finden Sie jeden Stock Hinweis. Ja. Okay. Da würde ich sagen, probieren wir es mal. Ab in den zweiten Stock. Oh. Was zum... Okay, Hinweis. Was könnte hier hindeuten, dass es der zweite Stock ist? Ich fühle mich gerade ein bisschen klein. Okay, ich kann hier rauf. Ah, wir können nichts mit dem USB-Stick machen. Warte, bitte Maus. Hier steht nichts drauf. Wir haben da zwei Hunde. Ich würde es nicht wundern, wenn es die Hunde... Floor 4. Okay, wir haben es gefunden. Ja. Das ist dann schon mal falsch. Gehen wir wieder rein in unseren Rechner, der jetzt einen Aufzug hat. Ja, immerhin, Grafikkarte ist noch heile. einmal so. Und jetzt kommen wir quasi in den nächsten zweiten Stock. Hoffen ist es diesmal wirklich der zweite. Ah, und war jetzt Raum? Für der TV? MacBook. Ah, wie kann man das noch nutzen? Da liegen mal zwei von denen. Es kann ja nämlich auch sein, dass es von anhand der Anzahl Gegenstände sein kann. Die Frage ist nur welche. Glas. Hat es nur eins? Was sind auch zwei von den Krügen? Wir haben hier zwei von diesen Spielzeugen. Zwei von dem, zwei von dem. Ich sage jetzt einfach mal, es passt. Es ist die zwei. Oh, das war falsch. Na toll, sind wir da vom ersten. Ja, wieder wie das erste aus. Okay. Gehen wir hier nach oben. Aktiv nix, da haben wir drei von diesen Kristallen. Da ist eine besondere mit dabei. Okay, und da ist irgendjemand hier am reinbohren. Aber das ist... Das ist für mich nicht wirklich ein Hinweis.
Oder sind es die Anzahl der Bohrer? Also in dem Sinn 1? Also mit der 3 Kristalle sind es 4. Okay, die Kristalle werden es dann schon mal nicht sein. Aber noch einer, der hier so aussieht. Ne, Moment, da unten ist auch einer. Sind es 2? Habt ihr auch einen? Nee. Ja, eventuell die da hinten. Ich sag, das ist die 2. Probieren wir es mal. Yes! War richtig. Okay. Also 4 von diesen Spielklötzen. Ansonsten. Was geht ja? 2. Okay, ich würde mal sagen, das ist falsch hier. Drück mal da drauf. Okay. Oh no, geht da jede Tür auf. Ja. Da ist es 3 Uhr. Okay. Nicht so wirklich viele Hinweise hier drin. Ein bisschen spartanisch eingerichtet hier. Haben wir hier noch was? 3 Notizzettel. Wieder am Anfang. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist Stockwerk 3. Yes, dann war es die Uhr. Was zum... Soll das ein Gefängnis sein, nur einfach mit Aufzügen? Okay. Oh, was soll ich denn jetzt hier als Hinweis nehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist der Hinweis? Ist es vielleicht effektiv, dass es das 6. ist? Weil es immer 6 Lifte hier sind, die nicht funktionieren. Bei denen kann ich nicht hingucken. Hier geht auch nichts. Ja, ich würde mal behaupten, das ist die Anzahl der Lifte hier. Aber das ist falsch. Ja, geil. War richtig. So, 4. Stock. 2 Haken, 2 Blumentöpfe. Okay. Das quasi wie ja, einfach. Sagen wir mal, Anzahl Gegenstände ist 2. Ja, das ist schon mal nicht. Und da ist quasi für 2 gedeckt. Ja, da geht das aber mit der 2 nicht mehr auf, wenn ich mir das hier ansehe. Das ist alles doppelt. Und wir werden wieder da. Wobei von der Platte aus halt nur 1, ne? Und auch vom Tisch. Sag ich, ist es wirklich die 2? Aber da müsste vielleicht. Ja, müsste der 2. Bank hier drin sein. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls passt es irgendwie nicht zu einer 4.
sage, das ist falsch. Was? Das war richtig? Och nee. Was war denn da die 4 jetzt? Oder war es wegen den... Anzahl der Räume? Naja. Naja, da sind wir... wieder im zweiten Stock. Okay. Zwei Bänke. Irgendwelche Hinweise. Was kann ich als 2 nehmen? Das sind einfach nur die 2 Bänke hier. Ach da! 3! Nö, das ist falsch. Einmal weiter bitte. Bibliothek? I guess. Okay. Oh, nee, das ist wieder so ein Raum, der sich verändert. Okay, das war schon mal nicht. Haben wir hier unten noch was? Jetzt bin ich wieder beim Lift. Mach nochmal diesen Raumwechsel hier, bitte. So, was haben wir hier? 3. Okay, hätten wir das. Komme ich da zum Lift zurück? Oder was da lang? Nö, auch falsch. Sehr gut, das ist falsch. Und bei manchen Spielen ist es ja so, dass man bestraft, wenn man zu oft falsch hier ist. Sehr gut, den Raum kennen wir ja schon. 2. Okay, ist richtig. Abfahrt. Ist aber schade, dass bei den Raum das immer das gleiche sein wird. Okay. Ganz dezent Assassin's Creed Vibes. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Mal ein bisschen umschauen hier. Oh, da geht's nach oben. Aktiv gar nichts hier, vielleicht auf der anderen Seite. Yes. Geht das? Okay. 3 von was auch immer das da ist. Okay, ich denke mal, das passt. Dann ist das hier Nummer 3. Ach nee. Ist wieder das gleiche Prinzip. Da haben wir einen. Nummer 2. Da haben wir 3. Ich würde mal sagen, es ist jetzt hier 3. Ansonsten ist hier alles gleich. Muss immer jetzt 4. Wenn ich sage, es ist 3, dann ist es falsch. Yes! Und es ist auch falsch. Ah, okay. Ha, okay, wir haben hier Autos mit deutschen Kennzeichen. Die haben alle ein deutsches Kennzeichen. Sonst ist hier nichts Interessantes da. Okay, was könnte es jetzt hier sein? Anzahl Autos: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wird es vermutlich nicht sein. Autos vielleicht doppelt. Doppelten Autos von der Anzahl her, das wäre dann mal 1. Der da gibt es also insgesamt 2 doppelte. Nee, Moment mal. Was bist du nochmal für einer?
Das Auto ist einmal da, zweimal da, dreimal da. Geht's danach, wie oft das Auto doppelt vorkommt? Das sind drei Mercedes. Beispielsweise nur einmal vor. Ich sag mal, das ist. Warte mal, auf jeder Seite sind vier vielleicht. 1, 2, 3, 4. Ist es das? Auf jeder Seite vier Autos? Weil dann wäre der Floor hier soweit richtig. Oder ist es die 3, weil das Auto dreimal vorkommt? Ich weiß nicht, 3 oder 4. Okay, ich probiere es. Ich sage mal, dass es richtig ist. Wenn es das ist, dass es jeweils 4 Autos auf jeder Seite sind. Ich sage, es ist richtig. Es war das! Okay. Ja, der Raum wird dann vermutlich jedes Mal gleich sein, oder? Ja, ich sag, das ist falsch. Was? Das war richtig. überhaupt nicht frustrierend. Eigentlich könnte man direkt immer beim zweiten Stock anfangen. Ach, der rum schon wieder. Okay, mal schauen, ob es wieder genau gleich ist. Wie war das hier runter, ne? Die 4. Ja, geil, ist falsch. Nicht zurücksetzen oder wie? Können wir hier rein? Zedri. Gut. Nein, nein. Ah, oh, scheiße, es war eine 4. Oh, bravura. Ah. Was mache ich? Okay. Wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut, bis wir eventuell wieder bei 5 sind oder ich vorher einen Raum sehe, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ich glaube, ich fehle hier dann noch ein, zwei Mal. Wieder der Raum hier. 2. Okay, also liebe Leute, bis gleich. Ja, okay, der Spieler hat gemeint, du schneidest hier mal gar nichts raus, weil der dritte Stock war dann gleich mal das hier. So ein Bart. Was war das? Okay. Ich schaue jetzt einfach mal überall hier rein. Die sind alle irgendwie gleich. Wir haben da eine so eine Rolle. Da kann man nichts machen. Kann man hier drin irgendwas machen? Oder auf der Innenseite? Ja, jetzt bleibt es offen. Okay, das funktioniert. Aber trotzdem, verändern tut sich nichts. Hä? Was anders? Immer noch nicht. Oh, doch. 4. Okay, ja, passt. Ja, das war jetzt mal was anderes. Ah, das ist wieder der Raum. Gut, jetzt weiß ich ja schon, wo ich hingehen muss. Das ist Floor Number 4. Also, als Verbesserungsidee würde ich sagen, auch wenn sich die Räume wiederholen, dann sollten vielleicht die Hinweise auf unterschiedlichen Orten sein oder Art und Weisen. Weil sonst wird so ein Raum dann schnell. Ach, scheiße, ich war oft. Bravura! Hey, siehst du, das Spiel ist nicht so schwer.
Okay. Okay. Okay, ich kann fliegen. Okay. Was ist jetzt hier die Lösung? Lass mal kurz schauen. Okay, die Symbole haben alle Nummern zugeordnet. Die Symbole sind hier drauf. Ah. Was ist das? Das wäre die 3. Muss man sagen. Wir machen hier mal einen Abflug. Falsch. Ich schaff das nochmal in den 6. Stock. Nach welchem Prinzip geht es denn jetzt hier? Oder sind es die Anzahl der Muster? Weil dann wären es jetzt hier 3. Auf der Wand hier. Die Anzahl der Lifte hat sich beim letzten Mal halt auch nicht verändert. Was könnte es sonst sein? Das sind halt auch 2, 3. Wenn ich jetzt sage, also wenn ich nach dem gehe, dann wäre das hier falsch. Probieren wir es mal aus. Es war richtig! Ich verstehe das in einem Raum nicht. Ja, komm. Sonst gerade wieder nach oben fahren. Komm, komm. Na, ja, ist schon wieder. Hier ist die 2. Okay, dann sind wir wenigstens schneller bei der 3 jetzt, ja. Okay, das ist neu. Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier runter. Jetzt beginnt das Horrorspiel hier drin. Kann ich auch schon mal nicht aufmachen. Alter, wie soll ich denn hier drin einen Hinweis finden? Das ist ja riesig hier. Bunker hier. Bunker vor. Okay, dann hätten wir den Hinweis. Jetzt muss ich nur noch den Lift wieder finden. Ich gehe jetzt einfach immer links. Okay, wenn das nicht funktioniert. Gehen wir mal geradeaus hier. Ah, das ist die Treppe. Bunker Nummer 4. Wir wollen aber 3, also ist das hier falsch. Oh, das ist auch neu. Wir bräuchten da mal ein neues Dach. Geht das auf? Oh yes, Gold. Da ist auch Gold drin. Ob es die Anzahl der Kisten hier sind? Also mit Gold drin? Okay, das wäre die... Oh, Entschuldigung. Das wäre dann die 3. Kiste mit Gold. Okay, wir haben nur 3-mal Gold. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Das war nur die... Ne, Moment mal, da ist noch eine. Wir haben 4-mal Gold. Okay. Hier noch eine übersehen? I guess not. 4-mal Gold ist es leider falsch. Yes! Das hier. Okay, wir haben 3. Gut, wir fahren gerade weiter. Eben, das meinte ich. Da weißt du dann gerade, wie der Raum funktioniert. Wie funktioniert das mit den Aufzügen?
Was hier? Okay. Was ist der Hinweis hier? Wir haben zwei Lampen, wir haben zwei Fenster. Also ich glaube zumindest, es sind Fenster. Aber ansonsten, wir haben diesen einen Brunnen hier. Mal, ist da was drin? Ich kann auch nichts machen bei dem Teil. Wir haben keine offensichtlich. Ich dachte gerade, da war an der Wand steht was. Ja, wobei Lampen haben wir hier drei, Fenster sind es zwei. Eine Lampe dazukommen? Spiel, was könnte sein? Was willst du mir hier für einen Hinweis geben? Ach, irgendwas, was eine 4 symbolisiert. Ah, da sind wir 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Dingen. Und oben sehe ich auch nichts. Ich sage jetzt einfach mal, es ist falsch. Das ist richtig sein. Okay, es war falsch. Aber ich weiß nicht, was jetzt da Hinweis gibt. Okay. Rutscht einfach mal runter. Okay. Was ist der Hinweis hier? Die Rohre, die farbig sind, sind es 1, 2, 3. Wenn man das Graue mitnimmt, dann sind es 4. Oder sind es vielleicht diese roten Lämpchen hier? Ich gehe noch mal runter. Also, da ist 1, 2, 2 von denen. Ich mach das nochmal. Jetzt sag mal, es sind die Dinger und er sagt, das ist wieder falsch. Yes! Ah, ja, da haben wir wieder. Okay. So, bitte einmal spülen hier. Vier! Sehr gut. Geht endlich weiter. Dann wären wir wieder bei der 5. So knapp am Ziel. Das ist jetzt auch neu. Ah, oh, das ist wie bei dem Spiel, was Markiplier gespielt hat. Was rauf und runter geht. Ja. Na? Fünf. Moment mal, wenn ich jetzt dann nochmal raufgehe. Bleibt es dann? Ja, es bleibt 5. Es ist hier einfach nur ein Loop. Ja, geil! Wir kommen in den 6. Habe ich da jetzt auch noch eine Prüfung? Es sind die ganzen einzelnen Räume hier. Ja. Zumindest die, was wir gesehen haben. 2, 5.
ich würde mal sagen, das ist hier falsch. Tschüss. Was? Wieso außer Betrieb? Das ist doch 100 pro eine Falle, oder? Das ist auch 5. Ich will da nicht hingehen, das ist doch eine... Ja. Ja, was mache ich jetzt? Wow, wow, wow. Ach, Mann. Ja, da wären wir wieder am Anfang. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Fehler gehabt. Was ist der Marathon-Modus hier? Der Marathon-Modus ist ein fortgeschrittener Spielmodus. Es sind auch alle möglichen Stockwerke geführt. Es wird nicht empfohlen, bis sie den normalen Spielmodus geschafft haben. Marathon-Modus, also sprich du, dass du hoch du kommen kannst? Wisst ihr was, ich probiere das jetzt nochmal und schaue, dass ich mal vielleicht einen Run habe ohne zu viele Fehler. Also ich sage mal, zwei sind vertretbar. Und dann schauen, ob das Ende das gleiche ist. Da würde ich jetzt aber nochmal einen Cut machen, bis zu dem Punkt, dass wir entweder ganz oben sind oder ich einen Raum sehe, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Also, bis gleich. So, ich habe es geschafft, wieder hier in den 6. Stock zu kommen. Ich habe jetzt bei dem Run keinen einzigen Fehler gemacht. Also ich habe jetzt zweimal durchgestartet und der Run war jetzt ohne Fehler. Ein neuer Raum war mit dabei. Der war aber nicht spannend. Da war nur ein Telefon zu sehen. Okay, den Raum kennen wir. Den auch. Den auch. Ja, die kennen wir alle schon. Okay, wird es jetzt ein anderer Exit hier sein? Jetzt sind wir noch 2,5. Ich habe keine Fehler gemacht. Was kann ich machen? Nein. Ah, shit. Schon bin ich weg. Ja, aber ich glaube, das ist dann wohl das Ende, weil das war perfektes Durchlaufen. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Aber trotzdem, also für zwischendrin, glaube ich, ist eine ganz, ganz witzige Angelegenheit. Gibt es auf Steam, kann ich mal runterladen. Eventuell werde ich mir noch ein bisschen mehr von dem machen, aber ein bisschen mehr Horror-Style. Aber das hat mich jetzt mal interessiert. Aber leider habe ich die Eisenbahn nicht gesehen, die, was ich da drin sehen wollte. Probier es noch einmal. Wenn sie dann kommt, dann zeige ich es euch. Also, wenn jetzt ab mir jetzt nichts mehr kommt, dann habe ich sie nicht gefunden. Ansonsten seht ihr es gleich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.